Ach, hallo meine lieben Freunde und wieder ein neues Video von mir und wieder aus NRW. Ich bin hier heute auf dem Truppenübungsplatz zwischen Aachen und Stolberg unterwegs, um hier einige Überbleibsel vom Westwall zu erkunden. Mal sehen, was ich finde. Kommt mit und schaut es euch an. Hier sollen auch noch einige alte Panzer rumstehen. Oh, den ersten sehe ich schon. Na, das ging ja schnell hier. Seht ihr ihn auch schon? Ach, sicher, ne? Ja, dann haben wir den jetzt hier in Großaufnahme. Aber fragt mich nicht, was das jetzt hier für ein Typ genau ist. Motor sehen hier. Ja, alles zugedreckt hier, aber ja, wahnsinnig Teil hier. Ah, hier. Lange Ruhe. Ja. Ja, und den zweiten habe ich auch schon entdeckt. Der steht hier nebenan im Wald. Ja, und hier steht nun der nächste. Also was ich sagen kann über die Panzer, die zwei Stück, ist, dass die definitiv amerikanisch sind. Also sind keine alten deutschen Panzer. Ja, so viel kann ich sagen, aber Typ und sowas, keine Ahnung. Könnte in die Richtung Petten gehen, aber das weiß ich nicht genau. Und hier auch wieder der Motor hier und da hat man einen schönen Blick hier aufs Gebläse, also Kühlung. Sieht man das? Ah, ich weiß es nicht, ob man es sehen konnte. So. Und ich habe schon wieder noch einen entdeckt. Da steht hier hinten im Gebüsch. So. Hier steht er. Oh, der ist ja in der Erdkuhle drin hier. Ja, hat er sich damals hier festgefahren oder so. Ja, ich weiß nicht, wie es jetzt auf der anderen Seite drüben aussieht. Aber gesund sieht das hier nicht aus, wie der hier da steht. So. Auf den drauf hier, aber rein kommt man nicht. Ah, hier ist eine Stahlplatte aufgeschweißt. Ja, die waren damals 1945 hier im Einsatz, um eben Hitler-Deutschland zu Fall zu bringen. Aber es sollen ja noch mehr hier rumstehen.
Deswegen gehen wir gleich weiter. So, jetzt geht es hier weiter die Wege entlang auf dem Truppenübungsplatz. Ich habe gerade jemanden getroffen, der kannte sich mit diesem Panzertyp aus. Ein M47 Patton 2. Die drei Stück, die dort rumstanden gerade. So, hier direkt neben dem Weg steht noch einer. Mal wieder so ein M47 Patton 2. Aber ich meine, der steht in der verkehrten Richtung. Ja. Auch alles zugeschweißt, man kommt leider nicht in die Panzer rein hier. Ja, was das für eine herrliche Ruhe hier ist. Wenn man sich vorstellt, was das für ein Krach, ein Radau damals war, als hier die Alliierten auf die Nazi-Truppen gestoßen sind. Unglaublich muss das gewesen sein. So, ich bin jetzt schon hier auf der anderen Seite des Truppenübungsplatzes. Und den Informationen zufolge soll hier auch mindestens noch ein M47 Patton 2 rumstehen. Ja, aber erstmal habe ich was anderes gefunden. Da steht hier ein Übungshaus des Technischen Hilfswerks, des THW, Übungsanlage. Ja, was die hier üben, ja, weiß ich nicht. Ja, in den Röhren werden sie langkriechen und dann, ja, wahrscheinlich dann hier hochklettern, abseilen, was auch immer. So, aber nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem wahrscheinlich letzten Patton, der hier rumsteht. Hier haben wir irgendwie die Reste einer Brücke. Könnte durchaus sein, dass die auch zum Ende des Zweiten Weltkriegs hier gesprengt wurde. Ja. So. Und weiter geht's. So, ich komme jetzt meinem Ziel näher. Seht ihr diese Mauer? Wer die Fotos kennt, hier vom Übungsplatz, weiß ganz genau, was hinter der Mauer versteckt ist. Ihr ahnt es schon, es kann nur ein Patton sein. Naja, die Überreste, Teile davon oder was auch immer noch sein soll.
Ja, von dem Panzer kann man hier nicht reden, aber noch ein Kettenfahrzeug. Neu mit Stahl aufgelegt. Grundgerüst dürfte ein Petten sein. So. Ein bisschen reinschauen hier in das Ding, aber ja, das lohnt sich nicht hier, weil das Ding dient hier nur irgendwie als Zielattrappe oder so. Ja, das waren die Panzer. Aber hier stehen noch ein paar merkwürdige Teile in der Gegend rum. Die wollen wir uns mal anschauen. So, und hier bin ich auch jetzt an den Teilen, die hier so merkwürdig aus der Erde rausgucken. Die Drachenzähne. Die Drachenzähne vom Westwall. Aber auch eigentlich eine ganz simple Art und Weise, die Panzer aufzuhalten. Ja, hier vorne waren die Zähne noch relativ klein, wurden nach hinten immer größer, bis schlussendlich der Panzer mit seinem Unterboden hier drauf fest saß. Und hier aus der Richtung dann ja, panzerbrechende Munition abgeschossen werden konnte. Ja, und so geht es hier den ganzen Weg lang. Diese ominösen Bauten hier. Ja, und die haben sich ja fast den gesamten Westwall entlang geschlungen hier. Ich finde es auch eine sehr, sehr gute Sache, dass man das hier erhalten hat, um daran zu erinnern, was hier an dem Westwall geschehen ist. Ja. Ohne diesen Zeugen hier, ja, würde wahrscheinlich heute in der Schule kein Kind irgendwie das Verständnis dafür haben, was der Westwall ist oder war. Ja, so, das soll es auch schon gewesen sein hier von einem kleinen Teil des Westwalls mit den M47 Patton 2 und den Drachenzähnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like da, einen Kommentar. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr kein neues Video. In diesem Sinne, bleibt neugierig. Bis zum nächsten, euer Thomas.